Vielen Dank. Super, danke schön. Ich bin von Haus aus Journalist und bilde seit 10 Jahren Wirtschaftsjournalisten an der TU Dortmund aus. Für diejenigen von Ihnen, die das nicht wissen, in Dortmund gibt es das Institut für Journalistik. Das ist die größte universitätsgestützte Journalisten- und Journalistinnen-Ausbildung in Deutschland. Und irgendwann haben die sich überlegt, naja, wäre ja ganz schön, wir hätten auch so einen für auf Wirtschaft spezialisierten Studiengang, und dafür haben sie dann mich geholt. Und bin ich seit 10 Jahren an der TU Dortmund, und was wir tun ist, natürlich, wir entwickeln uns mit, und zwar sowohl in der Lehre, aber natürlich auch in der Forschung, mit der Technologie und damit, wie sich Medien entwickeln. Und dazu gehört eben auch, digitale Methoden zu verwenden. Ich habe 2014 mit Kollegen aus der Fakultät für Statistik und der Fakultät für Informatik ein Forschungszentrum gegründet, das wir DOCMA nennen, Dortmund Center for Media, for Data-Based Media Analysis, da, wo wir mit Big-Data-Methoden größere Textmengen analysieren und öffentliche Diskurse versuchen zu vermessen. Da werde ich Ihnen gleich ein paar, weil das nämlich zum Thema passt, ein paar aktuelle Beispiele, ein paar aktuelle Forschungsergebnisse dazu zeigen. Sie haben netterweise eben schon sozusagen die Kernthese vorangetrieben, weil wir sind nämlich im Journalismus mit ähnlichen Fragen konfrontiert, wie ich sagen würde, wie wir in der Wissenschaft konfrontiert sind. Ich war am Montag bei Kollegen bei der dpa in Berlin und habe mir von denen mal erzählen lassen, wie sie mit, das ist jetzt Zufall, dass dieser Termin am Montag war, wie sie mit künstlicher Intelligenz umgehen. Und das Ergebnis ist, die wird schon angewandt oder steht kurz vor der dauerhaften Anwendung. Das heißt, die Nachrichten, mit denen wir konfrontiert sind, sind nicht mehr, die sind schon noch von Menschen ausgewählt, im Moment noch. Und ich vermute, dass dpa da sehr vorsichtig vorgeht und sehr erkenntnisgetrieben und sehr verantwortungsbewusst. Aber das tun sicherlich nicht alle. Sie haben vielleicht vor einigen Wochen die Meldung gehört, dass der Springer Verlag, wobei ich denen auch nichts unterstellen will, aber dass der Springer Verlag Journalistinnen und Journalisten abbaut, also Stellen abbaut, mit der Begründung, das macht ja jetzt alles die KI, wir brauchen die Leute nicht mehr. Und das ist das Problem, was ich sehe. Also wenn wir es mal problematisieren wollen, und als Journalistinnen und Journalisten sind wir natürlich darauf gepolt, erstmal die Probleme zu benennen und dann vielleicht zu überlegen, wie könnte man denn daraus Chancen machen. Das Problem aus meiner Sicht besteht darin, dass wir es schon heute zu tun haben mit sehr vielen Inhalten in den Medien, aber, und darüber würde ich gerne mit Ihnen auch diskutieren, in der Wissenschaft, die eigentlich bedeutungslos sind. Wir haben es mit einem riesigen Wachstum von Inhalten zu tun, die aber eigentlich uns nicht viel weiterbringen, wenn überhaupt. Und das, man könnte sagen, ja gut, solange es keine Hate Speech ist und keine Fake News und keine, was weiß ich, russische Infiltration in unsere Öffentlichkeiten oder falsche Ergebnisse, die in der Wissenschaft eine Rolle spielen und damit, wir haben das ja gerade erlebt bei dieser Supraleiter-Veröffentlichung, die sozusagen das ganze Wissenschaftssystem auch in die Irre leiten können, dann ist es ja nicht schlimm. Also wenn das Belanglose einfach zunimmt, ist es nicht schlimm. Ich würde sagen, doch, das ist sehr schlimm, weil wir nur ein begrenztes Zeitbudget haben, und das gilt für die Wissenschaft ja genauso, ein begrenztes Zeitbudget haben, mit dem wir, das wir zur Verfügung haben, um uns mit bedeutsamem, das heißt auch politisch bedeutsamem, gesellschaftlich bedeutsamem, auseinanderzusetzen. Wenn diese öffentlichen Räume zugemüllt sind mit, und jetzt im philosophischen Sinne ausgedrückt, Bullshit, ein Begriff, den der kürzlich verstorbene Princeton-Philosoph Harry Frankfurt geprägt hat, mit Bullshit, also mit Bedeutungslosen, mit Dingen, die eigentlich sagen, mit der Erkundung der Wahrheit, großes Wort, wenig zu tun haben, dann haben wir keine Zeit mehr, uns mit den relevanten Dingen zu beschäftigen. Und wenn wir uns fragen, warum sind wir vielleicht beim Klimawandel nicht weiter, warum, wie konnte es eigentlich sein, dass nach 2014 der Überfall auf die Ukraine 2022 so überraschend kam, und diverse andere Fragen, wie kann es eigentlich sein, dass uns die demografische Wende jetzt so überraschend trifft, mit allen Folgen, die das für den Staatshaushalt hat, dann hat das auch damit zu tun, dass wir sehr abgelenkt sind als Gesellschaften. Also Bullshit,
Also bedeutungslose Inhalte verstopfen unsere öffentlichen Debatten und verstellen uns den Blick auf das Wesentliche. Und das gilt für die journalistischen Öffentlichkeiten, aber ich würde sagen, es gilt auch für die Wissenschaft. Da werde ich Ihnen noch ein paar Sachen dazu sagen. Was hat das alles mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ich würde sagen, jetzt mal in a nutshell, bevor ich Ihnen ein paar detailliertere Gedanken hier versuche nahezubringen. Es hängt sehr davon ab, was wir daraus machen. Es ist dieses Jahr ein Buch erschienen, wo es um technologische Innovationen geht und ihre Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft. Von zwei US-Ökonomen. Und wir haben ja in unserer sozusagen liberalen, fortschrittsgläubigen, und das meine ich nicht negativ, fortschrittsgläubigen, liberalen Tradition die Vorstellung, dass eigentlich technologische Innovationen dazu führen, dass der Wohlstand vermehrt wird, das Leben sicherer wird und die Freiheit zunimmt. Und die weisen nach über die Technikgeschichte, über Tausende von Jahren, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern es gibt durchaus Technologien, die uns oder die Gesellschaften in große Rückschritte versetzen. Und das hängt ganz stark davon ab, wie sind die Institutionen, in die wir diese Technologien einbinden. Es ist nicht gesagt, dass uns künstliche Intelligenz, bei aller großen Verheißung, die das hat, in eine bessere, produktivere, schlauere, was auch immer, wissensintensivere Welt bringt. Vielleicht passiert auch genau das Gegenteil. Und das hängt davon ab, welche Anreize wir auch gerade im Wissenschaftssystem, aber würde ich jetzt sagen, auch im Journalismus schaffen. Das mal in a nutshell. Ich hatte Ihnen eben erzählt, dass wir bei uns am Institut bzw. an der TU Dortmund dieses Forschungszentrum Dogma haben. Und ein Projekt, was wir seit einiger Zeit vorantreiben, ist, wir entwickeln Indikatoren, mit denen wir über große Medienräume, Textkorpora hinweg über lange Zeiträume, diese Zeitreihe beginnt Anfang 2001, versuchen sozusagen so einen großen Querschnitt sozusagen durch die Narrativwelten, mit denen wir uns in den veröffentlichten Meinungen sozusagen bewegen, zu schlagen, also schneisen. Und Sie sehen hier einen Indikator. Das Tolle daran ist, das noch kurz zu sagen, dass wir ein Verfahren entwickelt haben, wo wir solche probabilistischen Topic-Modelle, die dahinter stehen, so stabilisieren können, dass wir daraus tatsächlich updatebare Zeitreihen bauen. Der ist monatlich updatebar. Es geht hier um Unsicherheit. Ein Konzept aus der Ökonomik, was vor allem deshalb bedeutsam ist, weil es eben, weil steigende Unsicherheit eben damit, oder solche Unsicherheitsschocks, wie wir hier sehen, typischerweise damit zu tun haben, dass nicht gehandelt wird. Also wir sind mit Unsicherheit, woher die auch immer kommt, oft aus dem politischen Raum, aber nicht nur. Wir sind mit Unsicherheit konfrontiert. Das bedeutet, dass Unternehmen unter diesen Bedingungen schwer abschätzen können, was eigentlich aus ihren Investitionen wird. Deswegen halten sie sich zurück. Im politischen Raum heißt das, Reformen werden im Zweifel nicht angestoßen, weil dafür brauchen sie irgendwie auch Planbarkeit. Private Haushalte halten sich zurück bei Konsum und so weiter. All das, sagen wir mal, wirkt zumindest mal dämpfend, wenn nicht lähmend, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft insgesamt. Und Sie sehen hier für Deutschland diesen Uncertainty Perception Indicator, wie wir den nennen. Das sind jetzt ganz neue Zahlen von dieser Woche. Also das geht jetzt bis Ende November, hier diese Zeitreihe. Dahinter liegen ungefähr 3 Millionen Zeitungsartikel. Und Sie sehen hier diese Peaks, die sich hier langziehen. Es beginnt mit dem 11. September 2001, dem Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon. Dann folgt der Irakkrieg, wir haben die Finanzkrise 2008, 2009, dann die Eurokrise ab 2010. Und dann sozusagen wird die Frequenz der Schocks kürzer. Brexit-Referendum, Antritt von Donald Trump 2016, bzw. Wahl von Donald Trump 2016, dann der von den USA inszenierte Handelskrieg, dann der sozusagen All-Time-High-Schock hier, Covid-19. Und dann sehen Sie hier Ukraine-Krieg, Inflationsschock und so weiter. Und das ist der aktuelle Rand. Fragezeichen. Was ist im Moment eigentlich los? Warum? Wie bitte? Nein. Ja, vielleicht, aber okay. Noch Tipps? Was ist im Moment los? Gaza, Israel war andere? Bitte?
Ja, hat sie sich schon wieder zurück eigentlich? Finanzkrise. Finanzkrise? Wo denn? Ist ja immer irgendwo, ne? Finanzkrise. Okay. Also, es ist schon interessant, dass wir im Moment an so einem Punkt sind, wo es gar nicht unbedingt ganz klar ist, was hier eigentlich los ist. Hier haben Sie es mit eindeutigen Ereignissen zu tun, die die Berichterstattung treiben und damit auch ein Stück weit das Weltbild, was wir als Gesellschaft teilen. So, hier hinter diesen vier Fragezeichen stecken eine ganze Menge Faktoren. Ich werde Ihnen gleich einige davon zeigen. Und ich würde sagen, wir haben es sozusagen mit einer Polykrise, das ist ja so ein bisschen so ein Modewort, zu tun. Ich überspringe mal diese vier Thesen. Das ist sozusagen die alte Welt, mit der wir es bisher zu tun gehabt haben. Also Unsicherheitswellen oder Unsicherheitseruptionen kommen typischerweise in Wellen, sodass mehrere Schocks aufeinander folgen. Und nach einem Schock setzt häufig eine Phase relativer Ruhe ein. Das ist das, was wir in den 2000er Jahren gesehen haben, wo eigentlich bis zur Finanzkrise dann nach dem Irakkrieg relative Ruhe war. Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin und danach beruhigte sich die deutsche Politik. Auch das spielt eine Rolle tatsächlich. Im Moment erleben wir in Berlin das Gegenteil. Und was wir dann erleben ab der Finanzkrise ist, dass wir, und Sie erinnern sich vielleicht an die Kurve von eben, dass wir so eine ansteigende einen ansteigenden Trend im Prinzip in diesen ganzen Schocks drin haben. Und die Frage ist, was steckt eigentlich dahinter? Ich habe hier ja einige Schlüsselereignisse dran gesetzt und ich habe hier mal vier Beobachtungen dabei. Also dahinter steckt, wie gesagt, ein Topic-Modell. Das heißt, wir können diesen Unsicherheitsindikator zerlegen und sagen, was sind denn die Faktoren, die die Unsicherheit bei uns treiben. Und dabei kommen 14 Topics raus. Jetzt habe ich mal geguckt, was hat denn jetzt am aktuellen Rand die Entwicklung getrieben. Und Sie sehen hier jetzt die Top-Words in diesen verschiedenen Topics, die seit 25 Jahren weitgehend stabil sind. Und das sind die Top-Words des letzten Monats, November. Sie haben oben, das ist jetzt wenig überraschend, Energie, Klima und so weiter. Da ist diese ganze Diskussion um Industrie, Strom und so weiter drin. Diese gewisse Panik, die da auch herrscht, das spiegelt sich dann auch nochmal hier in diesem Companies and Markets, haben wir das genannt, in diesem Thema. Und Sie sehen den Ampelstreit hier, all-time high beim Unsicherheitsfaktor Innenpolitik. Wenig überraschend. Scholz, Ampel, Schuldenkrise sind sozusagen die charakteristischen Worte für dieses Topic. Und dann aber wirklich ganz relevant, Sie sehen hier ein Topic, wir haben das genannt Corporate Culture, weil sich darunter über die Zeit unterschiedliche Themen sammeln. Und wir haben es relativ viel mit technologischen Themen zu tun. Das Thema nimmt richtig Fahrt auf hier während der Corona-Krise. Da geht es um Digitalisierung, um Homeoffice und solche Fragen. Wie gehen wir eigentlich damit um? Jetzt würde man ja eigentlich denken, das ist vorbei. Aber mitnichten, sondern wir sind jetzt mitten in der KI-Diskussion. Also KI wird verknüpft, das steckt ja hinter diesem Indikator drunter, mit Unsicherheit. Also wir haben es sozusagen nicht nur mit politischer Unsicherheit zu tun, sondern auch mit technologischer Unsicherheit. Aber worauf ich hinaus will, ist das hier. Wir haben es sozusagen, technologische Unsicherheit spielt hier eine Rolle. Und wenn wir darüber reden, über die Polykrise, also wo wir an vielen Stellen mit Krisensymptomen zu tun haben, das heißt vor allem mit Symptomen, die wir selber als nicht steuerbar erkennen, daher kommt Unsicherheit, daher kommt sagen dieser Begriff der Krise ja auch, dann sieht man, dass wir an vielen Stellen mit Unsicherheit zu tun haben, mit einer sich irgendwie auflösenden bisherigen Ordnung. Und dazu gehört sagen erstmal die geopolitische Lage. Das ist ja das, was bisher vor allem unseren Unsicherheitsindikator getrieben hat. Diese ganzen Schocks, die kamen sozusagen von außen auf Deutschland drauf. Angefangen mit dem 11. September, der Irakkrieg. Die Finanzkrise war eine, die von der Wall Street ausging. Auch die Eurokrise spielte, jedenfalls nach unserem Empfinden, nicht in Deutschland, sondern anderswo in Europa, insbesondere in Südeuropa. Der Populismus-Schock von 2016, Brexit, Trump-Wahl, fand in den angelsächsischen Ländern statt. Covid kam aus China. Ich verkürze aber so ungefähr. Jetzt, ne, die russische Armee aus Moskau oder wie auch immer. So, jetzt haben wir es zu tun mit
vielerlei zusätzlichen Unsicherheitsfaktoren. Also diese Auflösung der geopolitischen Ordnung, wenn man so will, über die ja inzwischen viel gesprochen wird, ist meine Interpretation für diesen ansteigenden Trend, den wir seit 2008 sehen, wo deutlich wird eben mit der Finanzkrise und dann folgenden Ereignissen, dass diese US-gestützte Weltordnung so nicht mehr hält, aus der dann alle möglichen Konflikte rauskommen. Sie haben, wer hat es eben gesagt, Gaza? Sie? Das, würde ich sagen, gehört in dieses Szenario rein, wo auf einmal Spieler eine Rolle spielen. Und dazu gehört eben auch, würde ich sagen, die Regierung Netanyahu, die früher leichter steuerbar gewesen wären durch die USA, wodurch viele Konflikte eben tatsächlich nicht auftauchten. Jetzt haben wir es zu tun mit zusätzlichen Faktoren, die Unsicherheit stiften, neben Klimapolitik und so weiter, die uns ja schon seit einiger Zeit betrifft, auf einmal auch die Innenpolitik. Die Innenpolitik war über lange Jahre, Sie sehen hier, diese Kurve ist sehr niedrig da, über viele Jahre. Das haben wir mal Merkelsche Ruhe genannt, also mit dem Amtsantritt 2005 und dann den folgenden meist großen Koalitionen geht hier in Deutschland, wird sozusagen der öffentliche Diskurs runtergedimmt und es tritt eine große, scheinbare Sicherheit in dieser Zeit ein. Diese Phase ist vorbei, das ist so ab 2015 sieht man, dass es unruhiger wird, das steckt auch dahinter. Aufstieg der AfD, Flüchtlingskrise und so weiter und jetzt akut steckt auch noch mal diese ganzen Umfragedaten für die AfD dahinter, aber auch eben der aktuelle finanzpolitische Streit. Und dazu kommt jetzt sozusagen diese große technologische Revolution, die hier vor uns steht. Dieses Mal ist alles anders, habe ich hier geschrieben. Geopolitische Ordnung in Auflösung führt zu Krieg und Terror. Demokratien sind geschwächt, vor allem durch veränderte Medienöffentlichkeiten. Fundamentale technologische Umbrüche tragen zur Verunsicherung bei. Klimawandel, Energiewende, künstliche Intelligenz haben wir eben gesehen. All das wird als Bedrohung wahrgenommen. So, jetzt habe ich viel Negatives gesagt darüber. Jetzt setze ich mal meinen Hut als Volkswirt auf. Ich bin ja von Haus aus Volkswirt und frage mich, was können wir denn hoffen, was KI für uns leistet? Also jetzt mal so im Großen, makroökonomisch gedacht. Und ich würde sagen, KI ist unsere beste Hoffnung auf einen Produktivitätsschub, den wir ganz dringend brauchen. Und ich zeige Ihnen mal so ein paar aktuelle Zahlen darum, sozusagen jetzt nicht, was die Konjunktur angeht, sondern wohin sich die deutsche Wirtschaft, die deutsche Volkswirtschaft trendmäßig entwickelt. Und Sie sehen hier, mal so arbiträr rausgegriffen, einfach mal ein paar Zahlen rein. Das ist der Produktionsindex der deutschen Industrie. Also wie viel wird eigentlich produziert? Beginnt 2015, endet jetzt, weiß ich nicht, irgendwann dieses Jahr. Ich glaube zur Jahreshälfte. So, und Sie sehen hier, dass sich die deutsche Industrie bei allem Gerede über Deindustrialisierung und so weiter in anderen Ländern sich über viele Jahre sehr gut gehalten hat. Also hier bis 2018 geht es immer noch weiter aufwärts. Das gibt es eigentlich in keinem anderen westlichen Land. Also das, was im Moment die USA versuchen mit riesigen Subventionen und so weiter, hat in Deutschland sehr gut funktioniert über lange Zeit. Dahinter steckt vor allem Autoindustrie, Elektroautos, die spielen da keine Rolle natürlich, Autoindustrie, Chemie, Maschinenbau, Anlagenbau. Das sind die großen Branchen. Dann kommt hier dieser Covid-Einbruch. Und jetzt sehen wir hier, dass wir das alte Niveau nicht mehr erreichen, sondern dass es bröckelt. Und das hier ist die Industrie insgesamt und das sind die energieintensiven Branchen. Also das ist sozusagen mit Beginn des Ukraine-Kriegs und der Explosion der Energiepreise, der Gaspreise. Deswegen redet Herr Habeck über den Industriestrom, obwohl er eigentlich will, dass Energie teurer wird, um das Klima zu schonen. Wir sehen hier, dass wir ungefähr schon in den letzten anderthalb Jahren ein Fünftel an Produktion verloren haben und wer weiß, wie viel da noch kommt. So, also das heißt, die Industrie, die uns bisher, also in den letzten Jahrzehnten gut durch die Zeit gebracht hat in Deutschland, ist nicht komplett bedroht, aber in Teilen ernsthaft bedroht und noch darüber hinaus sozusagen wird sie uns mutmaßlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr das bescheren, was wir bisher gehabt haben. So, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf entwickelt, sehen Sie hier,
Deutschland. Das ist jetzt in US-Dollars umgerechnet sozusagen, also das Wohlstandsniveau, wenn man so will. Das ist Deutschland, hat sich so halbwegs entwickelt. Das ist Frankreich, das ist Italien, ziemlich dramatisch. Ne? Seit Beginn der Europäischen Währungsunion eigentlich keine Zuwächse. Wenn man sich fragt, warum da die eine Hartrechtskoalition an der Regierung haben, ist das eine Antwort. Ne? Und das sind die USA und, um jetzt nochmal ein positives europäisches Beispiel zu zeigen, Dänemark. So, wir sehen, dass diese Schere immer weiter auseinandergeht. Wir fallen zurück. Warum ist das so? Ich würde sagen, es ist vor allem die Produktivität, die bei uns fehlt. Und das liegt auch daran, dass wir so lange auf alte Industrien gesetzt haben. Also die ja sehr populär sind und die auch große Leistungen gebracht haben für Deutschland. Die auch vieles erleichtert haben in Deutschland, auch so an Lohn- und Einkommensentwicklung und so weiter. Aber andererseits, was fehlt, ist Hightech, wissensintensive Industrie, Intangibles, also immaterielle Wirtschaftsgüter. In all diesen Bereichen stehen wir nicht sonderlich gut da. So, wenn man sich jetzt überlegt, wie geht es eigentlich weiter, also wo kommen wir her und wie geht es eigentlich weiter, dann würde ich Sie gerne auf diese Grafik hier vor allem bitten, sich darauf zu konzentrieren. Wir sehen hier das Produktionspotenzial, also das ist das, womit Volkswirte darstellen, wie sich eigentlich die Angebotsmöglichkeiten einer Gesellschaft über die Zeit entwickeln. Und wir sehen hier in den 10er Jahren doch ganz gute Entwicklung, 1,5% Wachstum. Das ist so der Wachstumspfad, den Deutschland, sagen wir mal, dauerhaft ohne Inflation und so durchhält. Und Sie sehen hier drunter in diesen Säulen, woher dieses Wachstum kommt. Was sind eigentlich die Wachstumsbeiträge? Und das Blaue ist das Arbeitsvolumen. Das hier ist der Kapitaleinsatz, also wie wächst eigentlich der Kapitalstock. Dazu gehören Maschinenanlagen, aber auch Patente und anderes aktivierbares, sozusagen immaterielles Vermögen. Und das ist die Produktivität, das hellblaue dazwischen. Und Sie sehen, dass was die gute Zeit, also ökonomisch gesprochen, die hinter uns liegt in den 2010er Jahren, das Wachstum, was wir in den 2010er Jahren erlebt haben, wo wir gedacht haben, wir sind so gut, wir brauchen ja gar nichts mehr zu ändern, das kommt vor allem durch zusätzliche Beschäftigung. Und das ist vor allem Zuwanderung aus dem anderen europäischen Ausland. Es kommt nicht aus wahnsinnigen Investitionen und es kommt auch nicht aus der Produktivitätsentwicklung, sondern die flaut hier deutlich ab. So, Prognose, schwierig. Ne? Wir sind hier, das ist von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten aus der Gemeinschaftsdiagnose vom Oktober, die prognostizieren aktuell Wachstumsraten von 0,5%, also ein Drittel von dem, was wir in den 2010er Jahren gehabt haben. Das ist dramatisch. Wenn wir im Moment darüber reden, dass der Bundeshaushalt nicht aufgeht oder nicht zugeht, wie auch immer, dann ist das hier ein Faktor, weil dahinter stecken natürlich auch Steuereinnahmen, dahinter steckt Beschäftigung und so weiter. Und der Hauptfaktor, warum uns das nicht geht, und das ist relativ optimistisch hier, sehen Sie hier, was die Produktivitätsentwicklung angeht, das ist ja Prognose. Wie prognostizieren wir eigentlich Produktivität? Ich würde mal sagen, das ist erstmal ein Hoffnungswert. Und was wir hier sehen, ab 2024, also ab in zwei Wochen, ist, dass das Beschäftigungsvolumen in Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach zurückgeht. Also das, was die Wirtschaft bisher getrieben hat, diese starke Zunahme an Beschäftigung, vor allem durch Zuwanderung aus dem anderen europäischen Ausland, durch Zuzug hierher, das flaut ab und es gewinnt die Demografie die Oberhand. Also die geburtenstarken Jahrgänge entschwinden aus dem Arbeitsmarkt. Das Statistische Bundesamt sagt, 13 Millionen werden bis Mitte des nächsten Jahrzehnts das Ruhestandsalter erreichen. Und davon werden die Hälfte durch jüngere Kohorten ersetzt. Das ist eine ziemliche Lücke. Und das fängt gerade erst an. Oh, schön. So? Das fängt gerade erst an. So, jetzt ist die Frage, was machen wir eigentlich daraus? Und dann sind wir wieder bei KI. Also die Frage, wie kriegen wir denn die Produktivität hoch? Denn das ist die beste Chance, die wir haben, aus diesem Abstiegsszenario, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und das ist ja der erste Anfang davon. Warten Sie mal ab, wenn wir zwei Jahrzehnte so weitermachen, sind wir vielleicht, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, sind wir nicht weit von Argentinien weg. Ich meine, die haben auch ihre Situation sehr lange. Ich versuche, sie zu provozieren, damit wir gleich was zu diskutieren haben.
Und anzuspornen natürlich. So, also, was heißt das eigentlich mit der Wissenschaft zu tun? Was hat es mit KI zu tun? Und wenn man jetzt anguckt, wie entwickelt sich eigentlich die Produktivität in Forschung und Entwicklung, also wo wir an der Schnittstelle sind zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, muss man sagen, die Situation ist nicht besonders doll. Ich habe Ihnen hier mal aufgezeigt, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, das sind jetzt Zahlen der OECD, deswegen sind die in US-Dollar gerechnet. Das ist die orange Kurve, das ist die dunkelrote Kurve und das Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde, also wenn man so will, die Produktivität, das ist die orange Kurve. Und in Deutschland geben wir tatsächlich in den letzten, jedenfalls in den letzten anderthalb Jahrzehnten, relativ viel aus und auch immer mehr aus für Forschung und Entwicklung, und das ist Staat und Wirtschaft zusammen, die wir hier sehen. Aber der Output sozusagen, also der sich dann in Produktivitätszuwächsen zeigt, und das ist ja hier bereinigt um Arbeitszeiteffekte oder Arbeitsmengeneffekte, das ist die Produktivität pro Stunde, die flaut immer weiter ab. Und diesen Effekt sieht man in vielen Ländern. Also das ist auch nachgewiesen für die USA, und China, also es liegt nicht nur an Deutschland und an der Lähmung, die wir hier sonst haben und am Faxgerät, was uns sowieso an allem hindert und so, sondern wir erleben das anderswo, dass die Grenzproduktivität von Forschung und Entwicklung abflaut. Also für jeden Euro mehr, den wir in Forschung und Entwicklung reinstecken, kriegen wir nicht unbedingt mehr raus. Denn weil eben die Zahl auch von Leuten in Forschung und Entwicklung deutlich zugenommen hat, auch weltweit, gerade in den Schwellenländern, habe ich hier nochmal abgetragen, die Publikationen, die wir weltweit in wissenschaftlichen Journals haben. Das ist jetzt Science and Engineering. Ich habe keine Ahnung, ob Sozialwissenschaften dazu Science gehören oder Ökonomik. Aber immerhin, also wir haben hier beginnend 1996 eine Million refereed Journal Artikel pro Jahr. Im vorigen Jahr waren es 3 Millionen. Also eine Verdreifachung, und die kommt, hier sind die wichtigsten Länder, das hier ist die EU, das Orange, das Gelbe ist China, das ist Indien, das sind die USA. Also interessanterweise ist sowohl in Europa, inklusive UK, das ist hier mit drin, aber vor allem natürlich auch in China und so weiter, ist die Menge an wissenschaftlichem Output enorm gestiegen. So, dieser Effekt, wie gesagt, der abnehmenden Grenzproduktivität von Forschung und Entwicklung ist für viele Länder gezeigt worden. Etwa für die USA, da gibt es eine sehr häufig zitierte Studie von Bloom und Kollegen, das ist Niklas Bloom, das ist ein Stanford-Ökonom. Ein Paper, was Anfang dieses Jahres in Nature erschienen ist, hat sich angeguckt, verhält es sich denn mit der Disruptivität der Papiere? Also haben die Papiere, die veröffentlicht werden, tatsächlich, sagen wir mal, Impact, verändern sie was? Ergebnis: Papers and patents are becoming less disruptive over time. Disruptive science has declined and no one knows why, heißt es dann in meinem Blogbeitrag von Nature. The proportion of publications that send a field in a new direction has plummeted over the past half century. Und die machen dann hier auch noch so ein paar, wenn man so will, protolinguistische Untersuchungen dazu, also wie bestimmte Verben verwendet werden und so weiter. Das heißt, die Auswirkungen oder die Anzahl, was wir sehen hinter dieser Kurve mit den 3 Millionen Journal-Artikeln im Jahr, ist zum großen Teil, und das würde ich auch sagen, wenn wir jetzt für meine der heutige Heimatdisziplin, die Kommunikationswissenschaft, auch da sehen wir das vielfach, ist der Rückgriff auf Vorhandenes und sozusagen die immer wieder erneute Beschäftigung mit Vorhandenem, nun aber mit neuen Methoden, mit neuen Daten. Aber wir haben der wissenschaftliche Fortschritt, der da drin steckt, ist bestenfalls inkrementell. Warum ist das so? Ich würde sagen, weil die Anreize im Wissenschaftssystem so gesetzt sind. Ja, man muss mehr publizieren, aber sagen wir mal, die größere Chance, ihren Beitrag unterzukriegen, ist, wenn Sie sozusagen nicht was radikal Neues versuchen oder einen neuen Gedanken versuchen unterzubringen. Da können wir gern gleich drüber streiten. Bin ich sehr gespannt darauf, was Sie dazu meinen. Sondern
Die Chancen sind besser, wenn ich an was Vorhandenes, sozusagen vorhandenes Wissen anknüpfe, das aufgreife, vielleicht ein bisschen weiterentwickle und so weiter. Das heißt, die großen Durchbrüche, auf die wir ja immer hoffen, ich meine, es gibt in Deutschland eine Bundesagentur für Sprunginnovation, was ja allein schon ein bisschen abwegig erscheint. Aber gut, also eine Bundesbehörde sozusagen für Sprunginnovation, das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Durchbrüche. Und es gibt ja tatsächlich jede Menge Probleme, die wir haben. Das wäre das, wo wir den großen produktiven Fortschritt hinbekommen. Das wird aber eigentlich im Wissenschaftssystem ausgebremst. Und das, was macht KI, was macht ChatGPT? Repliziert vorhandene Muster vor allem. Und ich fürchte, das machen viele dieser 3 Millionen Journal-Artikel auch. Sie setzen das ein bisschen neu zusammen oder journalistische Beiträge, die mit KI geschrieben werden. Die nehmen das, was da ist, setzen es ein bisschen neu zusammen, Repackaging sozusagen, Journalismus oder Science, wie auch immer, und dann wird es veröffentlicht. Bringt uns das weiter? Naja. So, das heißt, die Anreize müssten so gesetzt sein, dass wir was wagen. Also, dass wir künstliche Intelligenz nutzen, und das ist das, was Sie aus dem Abstract vorhin vorgelesen haben, dass wir künstliche Intelligenz dafür nutzen, uns auch in der Wissenschaft, auch im Journalismus, aber auch in der Wissenschaft von Routinetätigkeiten zu befreien und diese Energie und Zeit, die wir dafür aufwenden, vielleicht auch Geld, was wir dafür aufwenden, dafür zu nutzen, was Neues zu denken. Und das heißt auch interdisziplinär Neues zu denken. Auch das hat es heute ja nicht besonders leicht bisher. Jedenfalls gerade zu Anfang, wenn Interdisziplinarität entsteht, weil es gar nicht begutachtbar ist. Wer begutachtet denn das? Das ist in diesem System so nicht vorgesehen. Also sagen wir mal, das radikal Neue zu denken, zu probieren und so weiter, dafür müssten wir Zeit, Energie und so weiter freimachen. Und KI und sowas wie ChatGPT gibt uns ein Instrument dafür in die Hand. Die Frage ist aber, nutzen wir das denn? Nutzen wir das oder steht da demnächst bei dieser Grafik 10 Millionen Journal-Artikel? Ich fürchte, da stehen 10 Millionen Artikel und es kommt eigentlich nichts Neues dabei raus. Sie werden immer weniger disruptive, sondern immer mehr repetitiv. Und es gibt tatsächlich gewisse Journal-Beiträge, die sich schon heute lesen, eben aus solchen Risikominimierungsabwägungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich schon heute lesen, als seien sie mit ChatGPT geschrieben. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Und was ich mir wünschen würde, damit wir eben diese Produktivitätsreduktion erleben, ist, dass wir, wie gesagt, von Routinetätigkeiten uns entlasten. Das gilt auch, darf man in Deutschland gar nicht so sagen, ne? Aber das gilt auch für die universitäre Selbstverwaltung. Ich habe gestern wieder ein paar schöne Stunden im Fakultätsrat verbracht, die uns an sehr vielen Stellen zumüllt, würde ich sagen, wo wir deutlich besser werden müssten. Frage auch an das Wissenschaftsmanagement. Und es geht auch darum, es gibt so ein Kompendium, ganz interessant, wenn Sie dieses Thema weiter interessiert, abnehmende Produktivität von Wissenschaft und Forschung. Es gibt ein sehr interessantes Kompendium eben in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz von der OECD, die sehr stark betonen, dass Wissenschaft sich relativ wenig, es ist vielleicht auch ein sehr aus der Ökonomik kommender Blick, weil da trifft das ganz besonders hart zu, würde ich sagen, dass der Wissenschaftsbetrieb sich relativ weit von realen Problemen, die uns als Gesellschaften beschäftigen und Lösungen entfernt hat, sondern sagen wir, im eigenen Saft schmort. Also ich kann das mal sagen, für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften heißt das viel Methodenhuberei, würde ich sagen. Also nichts geht gegen neue Methoden, das ist gar keine Frage. Aber wenn sich das darauf beschränkt, ich nehme sozusagen eine vorhandene Fragestellung und wende eine neue Methode an und kriege im Prinzip das Gleiche raus, was ich schon weiß,
ist das vielleicht ein bisschen wenig. Und für diese disruptiven Durchbrüche und Produktivitätssteigerungen und echte Problemlösungen, und davon haben wir ja nicht wenige, haben wir ja eingangs gesehen dabei, bei unseren Unsicherheitskurven, dafür bräuchten wir sozusagen einen anderen Fokus, würde ich sagen, auch aus der Wissenschaft. Und dann können wir sozusagen überhaupt erstmal Innovationspotenziale heben. So, die große Frage ist, wie gesagt, kriegen wir das hin? Kriegen wir es hin, uns mittels KI den Geist sozusagen, den menschlichen Geist mittels KI von Routinen zu befreien, sodass Potenziale, kreative Potenziale freigesetzt werden? Oder beschränken wir uns immer mehr darauf, alte Muster zu reproduzieren? Wenn wir sagen, als alternde Gesellschaften neigen wir eher dazu. Haben wir eine Wahl? Ich würde sagen, eigentlich nicht. Sondern wir sollten alles daran setzen, KI produktiv zu nutzen und sagen wir mal, echte Fortschritte zu generieren. Bin sehr gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.